1977 erlebt Schesel dann das große Chaos. Das zweite und für lange Zeit letzte Open-Air-Festival am Eichenring. 21 namhafte Bands sind zumindest angekündigt. Golden Earring war für uns also so die Band hier, auf die wir uns gefreut hatten. Standen die überhaupt auf dem Plakat drauf? Das weiß ich auch nicht. Ich glaube fast. Wahrscheinlich ja. Golden Earring kommt jedenfalls und spielt bis Mitternacht. Nach Golden Earring sollte eine Lightshow kommen. Das war irgendwie ganz neu. Mhm. Mit Laser schon, weiß ich gar nicht. Irgendwas, ja, doch Laser. Was? Wurde angekündigt, eine riesen Lightshow. Mhm. Und irgendwann liegt man da rum und denkt, naja, die Lightshow, oh, endlich kommt die Lightshow. Also 2 Stunden oder 3 Stunden später. Mhm. Weiß nicht mehr genau. Denkt, ey, geil, wird hell. Mhm. Oh, es brannte. Nicht wie auf Fehmarn nur der Wagen der Veranstalter. Hier brennt gleich die ganze Bühne. Angezündet von wütenden Festivalbesuchern. Der Sachschaden, geschätzte 1,5 Millionen Mark. Also sowas wie 77 passiert ist, ist ja nicht passiert, weil irgendwie eine Band nicht gespielt ist, sondern weil 20 Bands nicht gespielt haben und auch der Rest nicht stimmte. Auch die Organisation nicht stimmte und die Toiletten nicht da waren und so weiter und so fort. Und klar, wenn ich die Leute verarsche, dann kriege ich das Gleiche wieder zurück. Ja, also Enttäuschung war sehr groß. Das war, man hat ja noch andere Bands erwartet. Also das waren schon wirklich Dilettanten, die das damals aufgezogen haben. Ja, das kann man das nicht sagen. Wir haben dann im Nachhinein auch gehört, dass geplündert wurde. Ich selbst habe es ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Also wir haben uns dann wirklich auf den Staub gemacht. Alles, was nicht miet- und nagelfest ist, wird mitgenommen. Getränkepaletten, Lichtanlagen, Verstärker. Zum Leidwesen der unschuldigen Lieferanten und Firmen. Der Veranstalter ist längst über alle Berge.